Herzlich willkommen zu der Themenreihe Zukunft Erde, was sagt die Bibel wirklich über unsere Zukunft? Bleibt dabei und finde heute eine Antwort auf die Frage, wie viel Freiheit braucht der Mensch oder in anderen Worten das Gesetz der Freiheit. Eines Tages kam ein ärgerlicher Mann in eine Polizeidienststelle hineingestürmt. Jemand war in sein Haus eingebrochen und hatte mehrere wertvolle Sachen gestohlen. Der Mann hat es noch geschafft, das Gesicht des Diebes irgendwie zu erkennen. So forderte der geschädigte Mann den Polizisten dort auf, in der Dienststelle etwas zu tun. Und der Polizist sagte: Ja, kommen Sie mal mit in das andere Zimmer. Ich habe ja so einige Phantombilder. Die beiden setzten sich nieder. Aber während dort der Polizist dem geschädigten Mann die Phantombilder zeigte, räusperte sich der Polizist, wurde rot und sagte: Ich muss mal kurz den Raum verlassen. Warten Sie mal kurz hier. Der Polizist kam wieder und sagte plötzlich: "Sie sind hier auch auf einen meiner Fotos. Ja, das sind Sie. Wir fahren schon lange nach Ihnen aufgrund mehrerer Raubüberfälle. Sie können gleich hier bleiben." So klickten die Handschellen, der ärgerliche Hausbesitzer, der bestohlen wurde, musste gleich da bleiben und wanderte in die U-Haft. Es scheint, dass Kriminalität Gewalt heute normal ist. Auch da, wo wir es nicht erwarten. Bei der Arbeit, in der Schule, im Einkaufsladen, sogar in Kirchen. Meine Frau wurde in einer Kirche bestohlen, da war auf einmal ihr iPhone nicht mehr da, beziehungsweise ihr iPod damals noch. Und hierbei handelt es sich nicht um organisierte Kriminalität. Das ist etwas, was alltäglich einmal uns treffen könnte. Und dann ist das Smartphone oder der Geldbeutel weg. Jemand sagte mal, das Schöne am Verbrechen ist, dass es meistens jemand anders trifft. Vielleicht dachte das auch Diamant Z. Er war unterwegs, dort in der Nähe vom Olympiazentrum in München. Plötzlich standen er und sein Kumpel direkt einem Amokläufer gegenüber. Sein Freund konnte fliehen, aber Diamant Z. wurde kaltblütig erschossen. Pff. Es könnte sein, dass so auch die 51-jährige Fußgängerin gedacht hat. Die Frau hielt sich in der Nähe der Bahnstation in Würzburg auf. Sie wollte nur mit ihrem Hund spazieren gehen. Plötzlich kam aus der Dunkelheit ein Jugendlicher ihr entgegen. Er war mit einer Axt bewaffnet und schlug sie zweimal ins Gesicht. Kriminalität, Gewalt, Verbrechen sind heute an der Tagesordnung. In Deutschland, jeder siebte hat in seiner Kindheit oder Jugend sexuelle, sexuellen Missbrauch erlebt. In Amerika, jede zwei Minuten wird eine Person vergewaltigt oder sexuell missbraucht. Das sind mehr als 320.000 Menschen pro Jahr. Diese Opfer dieser schrecklichen Gewaltverbrechen sind oft ihr ganzes Leben lang traumatisiert. Einbrüche sind heute ganz normal. Laut Statistik wird heute in Deutschland alle vier Minuten irgendwo eingebrochen. Nur rund jeder siebte Einbruch wird aufgeklärt. Die meisten Täter bleiben unentdeckt. Ja, auf der einen Seite ist da der Materiale, materielle Schaden, aber auf der anderen Seite ist da auch der psychische. Schaden, der bleibt. Viele Menschen fühlen sich einfach nicht mehr sicher, sicher in ihren eigenen vier Wänden. Oder ich denke da an mein Zuhause, an mein E-Mail-Konto. Kennst du das auch? Du hältst irgendeine komische E-Mail. Du hättest angeblich was bei Amazon eingekauft. Und dann steht dort in der E-Mail, bitte öffnen Sie den Anhang. Aber du kannst dich nicht erinnern, was du bei Amazon eingekauft hast. Also klickst du nicht auf den Anhang. Sollst du das tun, öffnet, öffnest du den Anhang. Und darin ist ein Trojaner, der sich entwickelt. Ein Virus, der auf einmal auf deinem Computer ist und so haben dann kriminelle Zugriff auf deine Daten. Oder du wirst aufgefordert von deiner Bank, dich einzulocken, weil es ein Systemupdate gab. So klickst du auf den Link und kommst auf eine, das machst du natürlich nicht, auf den Link zu klicken, oder? Aber wenn du darauf klicken würdest, kommst du auf eine gefälschte Internetseite, loggst dich dort ein mit deinen Bankdaten und dann haben dann die Betrüger, die Kriminellen, deine Accountdaten, dein Passwort und können wann immer sie wollen, auf dein Bankkonto zugreifen und das ganze Geld dort abheben. Internetkriminalität ist heute zu einem, einer großen Herausforderung in Deutschland geworden. Jeder fünfte deutsche Bürger wurde Opfer dieser Kriminalität. Rund 15 Millionen Internetstraftaten gibt es pro Jahr. Überall auf der ganzen Welt sind die Massenmedien voll von schlechten Nachrichten. Mach doch mal einen Vergleich. Schau doch mal, wie viele gute Nachrichten es gibt und negative Nachrichten in den Massenmedien. Es gibt einige Zeitungen, die wissen, damit macht man großes Geld, wenn man die negativen Nachrichten auf die Hauptseite legt. Was ist die Ursache für die Gewalt in unserer Gesellschaft? Warum haben wir heute so viele Herausforderungen, so viele Probleme? Die Gesellschaft lehnt Gottes Gesetz ab. Sie sucht nach Liebe ohne Gesetze, nach Freiheit, ohne einen moralischen Kompass. Es gibt kein richtig oder falsch mehr. Alles ist okay. Hauptsache ich fühle mich gut und du fühlst dich gut. Du hast deine Wahrheit und ich habe meine Wahrheit. Und wenn wir dann noch Frieden haben, wieso nicht? Anfang 70 der 70er Jahre ging es los. Da war diese neue Welt da. Eine Welt voller anderer Moral. Die Situationsethik war geboren. Tu, was dir gefällt. Mach, was du willst. Lebe für die Sache, für den einen Moment. Und das konnte alles bedeuten. Vom Kiffen, sich einfach nackt auf öffentlichen Plätzen langsam zu entkleiden oder ein Kind abzutreiben. Das war eine Zeit, in der Pornofilme und oben ohne Bas ins Leben kamen. Das war eine Zeit, in der die schwulen Lesbenbewegung entstanden ist. Von sich verstecken hatten die Homosexuellen genug. Von nun an wollten sie Flagge zeigen. Sie wollten für etwas einstehen. Was ist heute aus unserer Welt geworden? Die 70er Jahre waren für viele Menschen ein Schock, aber heute im 21. Jahrhundert ist die neue Moral für viele Millionen Menschen einfach zum Alltag geworden. Der Zerfall der moralischen Werte wird einfach hingenommen. Moment mal, ganz kurz mal fragst du, liebt denn Gott diese Menschen auch? Natürlich, Gott liebt jeden Menschen, das ist ganz wichtig, aber Gott liebt nicht die Sünde. Ein neues Menschenbild entsteht gerade: Gender Mainstream, sämtliche Lebensformen, so wird gesagt, schwule, lesbische, bisexuelle, transsexuelle, transgender und intersexuelle sind wertneutral einzuordnen. In anderen Worten: Menschen werden, naja, ich werde so geboren, biologisch kann mir mein soziales Geschlecht aussuchen, weil ich mich anders fühle, und so bin ich einfach dann auf einmal eine Frau. Und man sagt hier bei der Gender Mainstream Agenda: Wir brauchen eine Abschaffung der Unterschiede zwischen Mann und Frau. Wir brauchen einen freien Zugang zur Verhütung und die Förderung des homosexuellen Verhaltens, weil es dabei nicht zur Empfängnis kommt. Wir brauchen einen Sexualkundeunterricht, der dem jungen Kids schon anregt zum sexuellen Experimentieren zu einer sexuellen Freizügigkeit. Und Achtung, jetzt kommt es, Religionen, die bei dieser Agenda nicht mitmachen, müssen der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Kann es sein, dass unsere Gesellschaft die biblische Norm verlassen hat? Kann es sein, dass wir heute nach Freiheit suchen, ohne Gott im Hinterkopf zu haben? Was ist die Folge? Die Gesellschaft lässt eine neue Generation mit verunsicherten Kindern zurück. Wir wissen alle nur zu gut, dass Kinder beobachten. Und das, was sie sehen, das imitieren sie. Wenn ich mit meinem Sohn am Tisch sitze und ich klatsche in die Hände, mein Sohn ist übrigens gerade zweieinhalb Jahre alt, dann klatscht er auch in die Hände. Wenn er sieht, wie ich bete, dann wird er auch beten. Mein Sohn beobachtet mich, er imitiert mich. Es gibt Väter, die zahlen keine Steuern. Mütter, die treiben ihre ungeborenen Kinder ab. Ehepartner, die gehen fremd, Ehen, die sich scheiden lassen. Unsere Kinder sehen das alle, alles und die zerbrochenen Heime hinterlassen grausame Narben in den Herzen. Was kommt da auf uns zu? Da sind Eltern, die geben ihren kleinen Kindern unbegrenzten Zugang zum Internet. Da sind kleine Kinder im Alter von acht Jahren, die haben ein Smartphone mit Internet und dann gehen sie in ihrer Schule auf die Toilette in einer Pause, ziehen sie sich Pornos rein. Was ist das für eine Generation, die uns erwartet? Heute im Fernsehen, auf Netflix, wo auch immer, da läuft vor unseren, vor unseren Augen, vor den Augen unserer Kinder Mord, Diebscher und Ehebruch. Und wir sagen zu unseren Kindern, töten ist falsch, Diebscher ist nicht richtig und fremdgehen schon gar nicht. Aber dabei erziehen wir unsere Kinder zur kognitiven Dissonanz. Sie sind innerlich zerrissen. Wir füttern ihre Welt mit Sünde. Kann es sein, dass unsere Kinder auch den moralischen Kompass verloren haben? Wissen Sie noch, was Gut und Böse ist? In Amerika, das große Land der Freiheit, hat ein 18-jähriger Jugendlicher im Durchschnitt 200.000 Gewaltverbrechen im Fernsehen und in Filmen gesehen. Davon alleine 16.000 Morde. Es gibt ein biblisches Prinzip, das sagt: Durch Anschauen wirst du verändert. Wenn du Gewalt anschaust, wirst du gewalttätig. Wenn du sexuelle Unmoral anschaust, wirst du selber unzüchtig. Wenn Du dich mit Egoismus und Materialismus beschäftigst, wirst du selber egoistisch und materialistisch. Wir leben und wir erleben in den letzten Jahrzehnten unserer Gesellschaft einen Werteverfall. Der moralische Kompass ist verloren gegangen. Was ist mit unserer Welt passiert? Was ist die Ursache für den moralischen Verfall? Was sagt das Wort Gottes dazu? Sprüche 28, Vers 26. Hier geschrieben von Salomo. Der weiseste Mann, der jemals gelebt hat. Sprüche 28, Vers 26. Wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist ein was? Ein? Was sagt der Text? Ein Narr. In anderen Worten, jemand, der ins Verderben rennt. Ein Narr ist jemand, der sagt, ich bin mein Gott. Ich weiß, was richtig und was falsch ist. Ich treffe die Entscheidung. Die Mo Gesellschaft sagt heute, und das ist die neue Moral, es gibt kein richtig oder falsch. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, du hast deine Moral, ich habe meine Moral. Die Gesellschaft verlässt sich auf ihre eigene Weisheit. Aber die Gesellschaft ist in anderen Worten ein Narr, weil es Gottes Gesetz verlassen hat. Denn Wind sehen sie und Sturm werden sie ernten. Hosea 8, Vers 7. Wenn du den Wind der Unzucht in den Massenmedien siehst, ernst du den Sturm der zerstörten Ehen. Wenn du den Wind der Sexualität oder der freien, falschen Sexualität in den Massenmedien siehst, ernst du den Sturm der sexuell übertragbaren Krankheiten. Wenn du den Sturm der Gewalt in den Massenmedien hineinlegst, ernst du den Sturm einer aggressiven Gesellschaft. Genau das erleben wir heute in unserer Welt. Gott ruft uns auf zu einer Reformation. Zurück zur Bibel. Aber hat Gott denn einen moralischen Kompass? Hat Gott ein gültiges Gesetz? Hat Gott die Zingebote nur für die Juden geschrieben? Oder sind die zehn Gebote für alle Menschen gültig? Sind die Zingebote heute auch noch? Wichtig? Was sagt die Bibel dazu? Psalm 111, die Verse 7 bis 9. Die Werke sind Wahrheit und Recht, alle seine Gebote sind unwandelbar, bestätigt für wie lange? Für, immer und ewig. Er hat auf ewig verordnet seinen Bund. Gottes Richtlinien sind für alle Zeiten, für alle Generationen gültig. Big Mac und die zehn Gebote. Vielleicht fragst du dich jetzt, was hat Big Mac mit den zehn Geboten zu tun? Da gab es eine Umfrage in Amerika. Man wollte herausfinden, worüber die Menschen besser informiert sind. Über die Zutaten, die sieben wichtigsten Zutaten des Big Macs oder über die zehn Gebote. Hier ist das Ergebnis der Studie. Die Menschen wurden befragt, was ist die wichtigste Zutat des Big Macs 80% der Befragten konnten diese wichtigste Zutat des Big Macs nennen, das ist das, es sind die zwei Scheiben des gebratenen Rinderhackfleisches, aber nur weniger Achtung als 60% konnten sich an das Gebot du sollst nicht töten erinnern. Moment mal, wenn 80% die wichtigste Zutat des Big Macs benennen können, aber weniger als 60% sich an das Gebot entsinnen können, soll es nicht töten. Könnte es sein, dass irgendwas in unserer Gesellschaft total falsch ist? Aber es geht noch weiter. Nur 45% der befragten Personen konnten sich an das Gebot Ehre, Vater, Mutter erinnern. 45% Während 76, also fast 80% der Menschen sich an Salat in Streifen erinnern konnten. Also mehr Menschen wussten, dass Big Mac Salat hat, als dass es in den Zehn Geboten das Gebot gibt, du sollst Vater und Mutter ehren. Was passiert da heute in unserer Gesellschaft? Kann es sein, dass wir auf einem falschen Weg unterwegs sind? Kann es sein, dass Gott uns heute rufe, zurückruft zu seinen Geboten, zu seiner Norm, zu seinem Plan, der uns im Endeffekt glücklich macht? Gott schrieb die Gebote, die ethischen. Richtlinien mit seinen eigenen Fingern. Er ließ es nicht zu, dass Mose das aufschrieb. Natürlich haben wir das heute hier. Mose war der Autor, aber ursprünglich hat Gott die zehn Gebote mit seinen Fingern verfasst. Schauen wir uns diese zehn Gebote einmal genauer an. Die Grundlage für die himmlische Regierung. Das erste Gebot sagt, du sollst keine anderen was haben, keine anderen Götter neben mir haben. In einer Zeit, wo Männer und Frauen einen neuen Gott haben, egal ob dieser Gott ein Porsche ist. Ein anderes Auto, ein Haus, eine rolex oder ein Fußballverein. In einem Zeitalter, wo Männer und Frauen menschlichen Göttern hinterherlaufen und alles dafür tun, um diese Götter zu besitzen, um diese Götter zu erleben. Er sagt der Gott im Himmel: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Alle anderen Götter, die du hast, die du Mensch schaffst, die werden dich nicht glücklich machen. Nur ich alleine, der wahre Gott im Himmel, werde dich erfüllen, dir echtes Glück und wahren Frieden geben. Dieses Gebot spricht heute zu uns mit unglaublicher Relevanz. Das erste Gebot, wir kommen zum zweiten Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Jesus sagt, bete keine billige Kopie an. Damit ist auch gemeint, fertige dir kein falsches Gottesbild an. Ich hörte jemanden sagen, äh, weißt du am Ende, Daniel wird Gott alle Menschen erlösen. Ach, Gott ist doch ein Gott der Liebe. Am Ende, er hat so ein großes Herz, wird er alle Menschen in das Königreich mitnehmen. Richtig oder falsch? Die Bibel lehrt davon nicht. Die sagt nichts darüber. Am Ende wird es Menschen geben, die in das Reich Gottes kommen, die sich für ihn entschieden haben und die sich gegen ihn entschieden haben. Baste dir kein falsches Gottesbild. Du findest hier dein Gottesbild in den heiligen Schriften. Das dritte Gebot, du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Hier geht es um den wunderbaren Namen Jesu Christi. Wenn die Engel den Namen Jesus aussprechen, dann tun sie es mit heiliger Ehrfurcht und Scheu. Heilig, heilig, heilig rufen sie aus. Sie beten Gott an Tag und Nacht. Mein lieber Freund, missbrauche nicht den Namen Jesus als Schimpfwort, als Fluch oder beim Schwören. Jesus sagt dir heute auch, sei kein Heuchler. Es gibt viele Menschen heute, die den Namen des Herrn missbrauchen, indem sie nach außen hin sagen, ich bin Christ. Aber dann... Verlassen Sie die Kirche, wo Sie so schön gekleidet waren und ein Lächeln im Gesicht haben, und zu Hause schreien Sie Ihre Frauen und schlagen Sie Ihre Kinder. Sei kein Heuchler. Wenn du ein Christ bist, dann sei immer ein Christ, überall, auch wenn du ganz alleine bist und dich keiner beobachtet. Ich habe jemanden mal gekannt in der Kirche, der war eine Führungspersönlichkeit, jemand, den alle geliebt haben, jemand, der die Kirche gelenkt hat mit Vision und Strategie, jemand, der für alle immer da war, wo ich dachte: Wow, was für ein Mensch. Aber dieser Mann, er missbrauchte seine eigene Tochter über Jahre hinweg. Was für eine Tragödie. Jesus Christus möchte, dass du kein Heuchler bist, sei echt. Und dieses Echtsein kannst du nur mit seiner Kraft leben. Sei kein Heuchler. Punkt Nummer vier, viertes Gebot, vier von zehn. Gedenke an den Sabbatag und heilige ihn. Wie viele Tage sollst du arbeiten? Sechs Tage und alle deine Werke tun, aber wann ist der Sabbatag? Der Tag des Herrn, das ist der siebte Tag. Mehr zu dem Thema wird es beim nächsten Mal geben. Ja, welcher Tag ist denn der Sabbatag? Ist es Samstag? Ist es der Sonntag? Eine wichtige Frage. Wie sollen wir diesen Sabbattag heute halten? Ist das für Jesus wichtig? Das ist das vierte Gebot. Jesus ruft uns auf den Sabbattag zu heiligen, damit wir in eine tiefe Beziehung zu ihm kommen und ihn als Schöpfer anbeten. Das fünfte Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Heute gibt es so viel Trennung, so viel Streit in den Familien. Gott möchte, dass wir zu einer Einheit zurückfinden. Er möchte, dass wir in der Familie Frieden, Harmonie haben, denn das ist der Ort, wo wir am meisten lieben und auch am meisten geliebt werden sollen. Das sind die Menschen, die Gott uns geschenkt hat. Lass uns da zusammenhalten mit der Kraft Gottes hier ein Wegweiser für unsere Zeit. Das nächste Gebot in einer Zeit, wo Bomben fallen, tausende Menschen getötet werden, in einer Zeit, wo das menschliche Leben nicht mehr viel mehr, nicht mehr viel zählt, in einer Zeit, wo wir im Fernsehen immer wieder sehen, wie tausende umgebracht werden, ruft Gott uns auf, du sollst nicht was tun, du sollst nicht töten. Es geht weiter. Du sollst nicht ehebrechen. In einer Zeit, in der wir eine sexuelle Freizügigkeit haben, Unzucht, in der es für Männer normal ist, mit ihrer Sekretärin fremd zu gehen, in einer Zeit, wo die Pornindustrie mehr Umsatz macht als jemals zuvor, da sagt Gott immer noch: Du sollst nicht die Ehe brechen. Viele Menschen sagen: Ach, ich bin mein Gott, ich tue, was mir gefällt. Aber Gott im Himmel hat einen Plan für uns. Natürlich kannst du sagen: Ich möchte gerne meine Sexualität ausleben, wie ich das möchte. Aber Gott sagt dir, der dich erschaffen hat, der dich am meisten liebt. Die Sexualität ist für die Ehe geschaffen. Nur wenn du in der Ehe die Sexualität richtig ausübst, das heißt, das tust, um deinen Partner glücklich zu machen, dabei bist du selber am glücklichsten selber auch, das ist ja klar, nur in diesem Rahmen der Ehe wird Gott dich segnen. Wenn du die Sexualität außerhalb der Ehe auslebst, ob das die Pornografie die Selbstbefriedigung, die Homosexualität, Sex vor der Ehe, Ehebruch, was auch immer, wenn du in dieser Richtung unterwegs bist, natürlich liebt Gott dich. Er liebt dich immer, egal was du tust. Aber Gott hasst die Sünde. Und er ist traurig, weil du dich mit der falschen Sexualität zerstörst außerhalb der Ehe. Die negativen Konsequenzen musst du dann tragen. Du meinst vielleicht, ach, dieses eine Mal, dieses schöne Gefühl, im Endeffekt gehst du daran kaputt und zugrunde. Gott liebt dich, hat einen besseren Plan für dich. Höre auf ihn. Erlebe die Sexualität. Erlebe sie. Wie Gott es wirklich möchte in der Ehe. Dann ist es ein Akt der Anbetung. Und dann machst du Gott glücklich und dich am allermeisten. Du sollst nicht... Ehebrechen. Was für ein wichtiges Gebot für unsere Zeit heute. Innerhalb der Ehe ist Sexualität eine Freude, ein Geschenk Gottes. Außerhalb der Ehe ist Sexualität ein Krebsgeschwür. Der nächste Punkt ist, du sollst nicht stehlen. Die Gebote Gottes sagen was? Du sollst nicht stehlen. Hast du von dieser Geschichte einmal gehört? Diebstahl ist heute ja ein großes Problem in vielen Firmen. Und da gibt es immer wieder Angestellte, die einfach was mitgehen lassen. So auch in dieser Firma. In dieser Firma wurden Hämmer, Meißel und Schraubenzieher und ähnliche Dinge produziert, die liefen dann über Band und die Angestellten sagten sich, ach, wenn ich jetzt mal so den Hammer mitnehme oder den Hammer und diesen Schraubenzieher und den anderen, ich meine, wenn da am Tag zwei Schraubenzieher fehlen, was soll das? Hier laufen ja Tausende vom Band. Ich brauche einen Schraubenzieher. Mein Nachbar braucht auch einen Schraubenzieher. Mein Kumpel auch. Und außerdem ebay Kleinanzeigen braucht ja auch einen Schraubenzieher, oder? Und dann haben die Leute immer wieder was mitgehen lassen von der Firma. Und der Vorstand überlegte sich, wie können wir den Diebstahl hier stoppen? Wie ist das möglich? Ah, jemand kam auf die Idee und sagte, wir brauchen einen Sicherheitsmann, der als Detektiv fungiert, der an der Tür steht, wo alle hindurchgehen müssen. Der wird dann die Leute filzen und gucken, ob sie irgendwas mitgehen lassen gesagt getan, und wirklich, wirklicher Diebstahl ging zurück. Naja, aber da war so ein Typ, der ging jeden Tag in einer Schubkarre voller Müll an dem Sicherheitsmann vorbei. Und der Sicherheitsmann an der Tür wusste, ja, der versteckt in dem Müll seine Schraubenzieher, seinen Hammer, was auch immer und der nimmt etwas mit. Und so hat der Sicherheitsmann den, dem ist dieser Angestellten gefolgt, hat den Müll dann durchsucht, hat aber nichts gefunden. Das war am ersten Tag so, am zweiten, am dritten Tag, es ging 10, 14 Tage so weiter. Der Sicherheitsbeamte wurde zornig und wütend, er wusste irgendwas, irgendwas nimmt der Angestellte mit, irgendwas hat er in der Schubkarre, aber er findet es nicht und er macht seine Hände dreckig und schmutzig. Und so sprach der Sicherheitsbeamte diesen einen Angestellten an und sagte, jetzt mal so ganz ehrlich unter uns, ich weiß, dass du etwas mitnimmst. Dass du am Stehlen bist, ich werde dich nicht verpetzen. Sag mir, was es ist. Und der Angestellte mit einem Grinsen im Gesicht sagte: Okay, ich, ich gebe es ja zu. Das ist jetzt heute die 14. Schubkarre, die ich hier durch diese Tür mit nach draußen trage, die 14. Schubkarre, die ich im Internet verkaufen werde. Stehlen ist heute an der Tagesordnung, aber es gibt immer noch ein Gebot: du sollst nicht stehlen. Die Bibel sagt weiter, du sollst kein Falschzeugnis reden gegen deinen Nächsten. Hast du schon gehört? Kennst du das, wenn Leute zu dir so kommen und sagen, hast du schon gehört? Naja, dann oft, nicht immer, folgt irgendwie so etwas Negatives, ein böses Gerücht, eine Lüge. Wir sollen das nicht verbreiten, wir sollen den Ruf des anderen schützen, wir sollen ihn hochhalten, wir sollen es ehren. Die Gebote Gottes sprechen heute mit unglaublicher Relevanz zu uns. Das zehnte, das letzte Gebot, du sollst nicht begehren. Nur weil jemand etwas hat, was du nicht hast, dann sollst du nicht neidisch und eifersüchtig sein. Die zehn Gebote sprechen zu dir. Gottes Gesetz ist die moralische Grundlage für unser Universum. Die Prinzipien von Gott sind ewig gültig. Gottes Gesetz legt fest, was richtig und falsch ist. Was wäre, wenn Gott zu Adam und Eva gesagt hätte, nach dem Sündenfall, ach, ihr könnt tun lassen, was ihr wollt. Ihr könnt jetzt so leben, wie ihr das möchtet. Oh, hätten wir heute ein großes Problem, oder? Ich meine, ist nicht unser Grundgesetz in Deutschland auch aufgebaut auf die Zehn Gebote? Wie wäre die Welt, wenn jeder in Deutschland töten könnte? Wie wäre die Welt, wenn jeder in Deutschland stehlen könnte und jeder jeden umbringen und vergewaltigen könnte? Schrecklich, oder? Und Gott möchte uns Sicherheit geben, Ruhe und Frieden. Die Zehn Gebote sind für uns alle, für alle Zeiten. Gott schenkt uns dadurch Glück. Gottes Gesetz zeigt uns auch, was Sünde ist. Sünde ist nicht etwas, was ich hier kreiere in meinem Denken und ich meine, hm, Sünde ist so, wie ich meine. Sünde ist etwas, was Gott ganz klar definiert durch die Bibel. 1. Johannes 3, Vers 4. Jeder, der die Sünde tut, tut auch was? Die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Die Sünde ist die Übertretung der zehn Gebote. Und denkst vielleicht... Ach komm, ganz easy. Dieser illegale Download von diesem Kinofilm, ist das wirklich Sünde? Ist Stehlen Sünde? Na klar. Jetzt meinst du vielleicht, ah, ich baue gerade mein Haus und, hm, naja, ich habe da so ein paar Kumpels, die mir helfen und ja, die arbeiten schwarz, aber was soll's? Ähm, der Staat zockt uns ja eh so sehr ab. Ist das Sünde? Na klar, ist das Sünde? Wir meinen oft, also die kleinen Dinge, ja, pff, wenn ich mir einmal einen Pornofilm reinziehe, einmal Selbstbefriedigung, ist das wirklich Sünde? Natürlich ist das Sünde. Gott definiert ganz klar, was Sünde ist. Gott möchte, dass wir mit seinen Geboten in Harmonie leben, weil wir so zu glücklichen Menschen werden. Gottes Gesetz zeigt uns, wie wir wirklich glücklich und zufrieden sein können. Die zehn Gebote beschränken nicht unsere Freiheit, sondern im Gegenteil. Die Gebote Gottes zeigen, wie wir wirklich ein erfülltes Leben haben können, voller Glück, Frieden und Harmonie. Hier, Jakobus 2, Vers 12. Was sind die zehn Gebote? Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollten. Was ist das Gesetz? Das Gesetz ist ein Gesetz der Freiheit. Es macht uns wirklich frei. Naja, nehmen wir mal an, du bist unterwegs mit deinem Auto. Bist du schon mal mit deinem Auto nicht durch, sondern über die Alpen gefahren, so die Serpentin. Und da hast du so ein tolles Auto und du sagst, du möchtest gerne so ein bisschen driften. Und dann driftest du die Kurve hier, diese Rechtskurve, wuh, die Reifen quietschen, du verlierst die Kontrolle und fliegst aus der Kurve und knallst gegen die Leitplanke. Und dann gehst du zur Leitplanke und sagst so, boah, wenn du nicht da gewesen wärst, hätte mein Auto jetzt keine Kratzer. Dann, wenn mein Auto jetzt nicht beschädigt. Willst du das tun? Nein, du gehst zur Leitplanke und sagst: Danke, danke, dass du da bist. Sonst wäre ich den Wuh! Abhang hinuntergestürzt und du hättest wahrscheinlich dein Auto noch dein Leben verloren. Jetzt kannst du aber auch sagen: Du suchst dir eine Kurve aus in den Alpen auf den Serpentinen, wo es keine Leitplanke gibt. Du willst ja frei sein, du möchtest Spaß haben. Und dann fährst du in einer Kurve, weil du frei sein möchtest, nicht mehr nach rechts, sondern Leiplanken ist ja auch nicht mal da, du fährst einfach geradeaus und du bist frei, ohne Gesetze. Und wie lange bist du frei, <laughs> mein Freund? Wenn du in der Luft bist, hast du für einen kurzen Moment Spaß, aber danach pff, knallst du auf die Erde und alles ist vorbei. Gott, nur er kann uns echte Freiheit geben. Die zehn Gebote sind wie Leiplanken, sie geben uns Sicherheit. Und wir werden erkennen, umso mehr wir Gott erkennen. Lieben, desto mehr wollen wir Gott gehorchen. Umso mehr wir erkennen, wie Gott uns liebt, desto mehr verstehen wir, er meint das Beste für uns. Er hat alles unter Kontrolle. Er schenkt uns wirklich Frieden und Freiheit. Das Gesetz ist im Alten Testament, das Gesetz ist auch im Neuen Testament. Das Gesetz ist überall. Wir kommen zu Jesus, wir nehmen ihn an, wir werden erlöst, weil er am Kreuz von uns gestorben ist und danach aus Liebe folgen wir ihm nach. Johannes 14, Vers 15. Liebt ihr mich, so haltet ihr meine, was sagt der Text? So haltet meine Gebote. Es ist wie bei einem kleinen Kind, das zu seinem Vater kommt und sagt, Oh Papa, Papa, ich liebe dich. Und der Vater sagt, Ich freue mich, dass du mich liebst. Könntest du mal kurz den Müll herausbringen? Und dann sagt das kleine Kind, oh Papa, so sehr liebe ich dich jetzt auch wieder nicht. Meine Liebe reicht nicht aus, um den Müll rauszubringen. Nein. Die Liebe, die wir Gott gegenüber haben, die er uns ins Herz geschenkt hat, die soll uns dazu führen, dass wir seine Gebote halten. Oder ich gehe zu meiner Frau und sie räumt gerade die Schwimmmaschine aus und ich sage, Liebling, sie ist heute wunderbar aus, ich liebe dich so sehr. Und sie fragt mich, Daniel, kannst du mir helfen beim Ausräumen der Schwimmmaschine? Und ich sage ihr, äh, Rebecca, äh, darauf habe ich jetzt keine Lust, so sehr liebe ich dich auch nicht mehr. Nein, weil ich meine Frau liebe, werde ich was tun, ich werde ihr helfen und das Geschirr aus der Schwimmmaschine ausräumen. Liebe zeigt sich in Gehorsam. Da war ein Prediger, der vor vielen Menschen das Wort Gottes verkündigte. Und da war ein armer Junge, der schrie, ich möchte Liebe in Aktion sehen. Jesus will Liebe in Aktion sehen. Seine Kraft wird dir helfen, das zu tun. Wir gehorchen Gott nicht, um erlöst zu werden. Wir gehorchen Gott, weil wir erlöst sind. Wir sind errettet. Warum? Weil Jesus Christus am Kreuz für uns starb. Und er uns ein neues Leben gegeben hat. In 1. Johannes 2, Vers 3, da lesen wir. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. In anderen Worten, der Beweis, dass du Gott wirklich kennst, zeigt sich darin, dass du seine Gebote hältst. Nicht allein in Worten. Du kannst viel reden und sagen, hm, ich tue jenes und dieses. Aber im Endeffekt werden es deine Taten zeigen. Ein Leben voller Gehorsam aus der Kraft Gottes, das möchte Gott, möchte Gott von uns. 1. Johannes 2, Vers 4. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein? Aha, ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Du bist erlöst durch Gnade, aber Jesus fordert dich auf, halte meine Gebote. Und wenn du sagst, ich folge Jesus nach, aber ich bin ihm nicht treu, bist du ein Lügner. Dann kehr um, mach einen Neustart. Egal wer du bist, was auch immer du getan hast, deine Sünden sind nicht zu groß, wir haben immer einen größeren Gott. Er vergibt uns, wenn er deine Sünden in die Tiefen des Meeres werfen und dir einen Neuanfang schenken, neues Leben. Das Alte und das Neue Testament widersprechen sich nicht. Aber Moment mal, sagst du, gibt es nicht heute Theologen, und vielleicht hast du selber diese Ansicht, die sagen, in der Bibel, im Alten Testament werden wir erlöst durch das Gesetz und im Neuen Testament werden wir erlöst durch die Gnade. Ist das so richtig? Stell dir mal vor, ich bin im Himmel. Und, also nicht jetzt, sondern später nach dem Kommen Jesu. Und ich werde dort Mose sehen. Und ich frage Mose, wie bist du auf die Neue Erde gekommen? Und Mose sagt mir, na, ich bin hier, weil ich ähm, das Gesetz gehalten habe. Und ich denke, hm, komisch, ich bin hier, weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Und dann sehe ich Jesaja im Himmel und ich frage Jesaja, warum bist du auf der Neuen Erde hier? Und er sagt, ich habe die zehn Gebote gehalten. Und ich sage, Moment mal, ich bin hier, weil ich Jesus angenommen habe. Kann es sein, dass die einen erlöst werden aufgrund des Gesetzes und die anderen werden erlöst aufgrund der Gnade? Nein, wir werden immer Titus Kapitel 2 Vers 11, denn die heilsame Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen, alle Menschen, die jemals gelebt haben, Mose, Jesaja und auch mir. Mose wurde errettet aufgrund von Gnade, Jesaja auch und auch ich. Ich kann zurückschauen auf den Tod Jesu, Mose und Jesaja haben in die Zukunft geschaut, auf die Hoffnung hin, auf diese Gnade, so wurden sie erlöst. Wir werden erlöst, weil wir uns für Jesus entschieden haben. Wir halten seine Gebote, weil wir Jesus lieben. Was macht das Gesetz? Römer 3, Vers 20. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das Gesetz ist wie ein Spiegel. Es zeigt mir, dass ich dreckig bin. Stell dir vor, du arbeitest draußen, gerade draußen an deinem Auto. Deine Motorhaube ist offen und du bist mit deinen Händen dort irgendwo am Herum. Hand, Hantieren im Motor. Naja, du machst dich halt dabei dreckig deine Hände und du merkst auf einmal, oh, das juckt dich da oben, du hast einen Mückenstich an der Stirn. Und dann machst du dich dreckig, weil deine Hände auch schon voller Schmierfett, Öl waren. Und dann merkst du, um, hier um, an der Nase, da juckt es mich auch gerade und dann fährst du deinen Hals an. Auf einmal merkst du, um, als du da mit deiner Frau redest, dass sie dich darauf hinweist beim Essen, äh, Schatz, du bist da dreckig. Und du sagst, nee, ich bin nicht dreckig, das kann nicht sein. Ähm, klar, ich habe draußen gearbeitet, aber ich war gerade, ähm, habe meine Hände gewaschen, schon im Badezimmer. In den Spiegel habe ich jetzt nicht geschaut, aber ich bin nicht dreckig. Und dann sagt deine Frau zu dir, ach liebster, Schatz, Bärchen, Hutzelputzel, schau doch mal in den Spiegel. Und du gehst zum Spiegel. Und sagst, äh, das kann nicht sein, meine, meine Frau hat nicht recht. Und der Spiegel hat auch kein Recht, ich bin nicht dreckig. Aber der Spiegel zeigt dir, du bist doch dreckig. Du hast da oben an deiner Stirn Dreck, du hast auf deiner Nase Schmierfett, auch hier hinten hast du ein bisschen Öl vom Auto. Und was machst du dann? Du diskutierst mit dem Spiegel und sagst, Spiegel, du hast Unrecht. Ich habe Recht, ich bin das Gesetz. Dann nimmst den Spiegel auf die Erde und springst auf den Spiegel und zerstörst ihn. Machst du das? Nein, <laughs> natürlich nicht. Oder wie wäre es damit? Du sagst, Spiegel, du hast Unrecht, aber naja, okay, vielleicht hast du doch recht und du siehst ein, dass du dreckig bist. Und dann, dann nimmst du den Spiegel und versuchst dich mit dem Spiegel zu reinigen. Ja, geht das? Nein. Was mache ich sauber, der Spiegel? Nee, Wasser und Seife. Der, Sp der Spiegel, das sind die zehn Gebote. Und selbst wenn wir meinen, die zehn Gebote haben Unrecht und wir sind nicht Sünder, wir sind nicht befleckt, naja, die zehn Gebote sind immer noch da und wir sind immer noch dreckig. Wir können die zehn Gebote auch zur Seite tun, wir können sie vielleicht verbannen aus unserem Leben, aber wir sind immer noch Sünder und wir können es auch nicht mit den zehn Geboten reinigen. Das ist unmöglich. Wer kann es allein erlösen? Das ist Jesus Christus. Nur wenn wir zu ihm kommen, wird er uns neues Leben schenken. Vergebung, einen, einen Neubeginn mit ihm. Aber die Sünde erkannte ich nicht, sagt Römer 7, Vers 7, außer wie erkenne ich die Sünde? Durchs Gesetz. Was ist das Problem unserer Gesellschaft? Viele sagen heute, das Gesetz Gottes hat keine Relevanz mehr. Ich tue, was mir gefällt. Das ist mein Ding, meine Sache. Hauptsache, ich habe dabei ein gutes Gefühl. Die Zehn Gebote werden zur Seite geschoben. Deshalb haben wir einen Werteverfall in der Gesellschaft. Deswegen geht es so vielen Menschen so schlecht. Deswegen kommt Sünde und das Böse immer mehr zum Vorschein. Wo aber das Gesetz Gottes da ist, sagt die Bibel, da ist auch keine Übertretung. Es gibt ja so einen richtigen Tourismus in Deutschland, so einen Autobahntourismus. Da kommen die Leute aus dem Ausland und wollen mal so unbegrenzt auf der Autobahn heizen. Ganz linke Spur, Lichthube, kennst du das? Du fährst da so ganz gemütlich von, einem von hinten, da geheizt mit 82 Stundenkilometern und dann machst du dann irgendwann Platz. Diese Touristen kommen, weil es auf der Autobahn, auf der deutschen Autobahn, keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Und wenn es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt, gibt es auch keine Übertretung. Aber Gott hat uns seine zehn Gebote gegeben, damit er uns ein Limit zeigt, damit er zeigt bis hierhin und nicht weiter. Denn ganz ehrlich, ich will jetzt keine Diskussion hier öffnen mit der Geschwindigkeitsbegrenzung, aber stellen wir uns mal vor, unsere Autos könnten heute über tausend Stundenkilometer fahren. Wäre das dann safe, auf der Autobahn so schnell zu fahren? Nein, eine Begrenzung dient uns, damit wir Freude und Spaß im Leben haben. Ich wusste nichts, sagt Paulus hier von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Von Natur aus, sagt Herr Paulus, bin ich voller Egoismus und ich würde begehren. Aber Gottes Gesetz zeigt mir, ich bin Sünder. Ich kann nicht durch meinen eigenen Verstand beurteilen, was richtig und falsch ist. Ich brauche dazu die Kraft Gottes, seine zehn Gebote, das Gesetz. Fassen wir das mal kurz zusammen. Wo es kein Gesetz gibt, gibt es auch keine Sünde. Ohne Sünde, Brauchen wir auch keine Gnade und auch kein Kreuz? Wir haben keine Erlösung und wir haben auch keinen Erlöser. Aber wir wissen, es gibt ein Gesetz, das zeigt uns, wir sind Sünder. Wir brauchen diese Gnade, die Kraft Gottes. Wir kommen zum Kreuz, werden zu neuen Menschen, erhalten Erlösung und haben eine tiefe Beziehung zum Erlöser, zu Jesus Christus selber. Welche Rolle spielt denn die Gnade Gottes? Und wodurch werden wir denn tatsächlich erlöst? Epheser 2, der Verse 8 und 9. Und hier sagt der Text, weil Gott so gnädig ist, hat er euch wie gerettet? Durch die Gesetze. <laughs> Nein, durch den Glauben hat er gerettet. Und das ist nicht euer eigenes Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Hast du schon einmal ein Geschenk bekommen? Ich freue mich immer, wenn ich Geschenke bekomme, das ist eine tolle Sache. Aber wann gehört mir das Geschenk? Wenn mir jetzt der andere entgegenreicht, nein. Wenn ich es in meinen Händen halte, ja. Wenn ich es annehme, wenn ich es auspacke, wenn ich es verwende, dann ist es mein Geschenk. So ist es auch mit Jesus Christus. Er streckt dir heute das Geschenk der Erlösung an. Und was ist der nächste Schritt? Du musst es annehmen, auspacken. Dann ist es deins. Dann ist Jesus in deinem Leben Realität. Was ist Gnade? Gnade ist die Kraft Gottes, die in dein Leben kommt, die dich verändert, die dich zu einem neuen Menschen macht, die dir auch hilft in der Heiligung, dass du nicht mehr fällst und sündigst. Ja, du wirst manchmal vielleicht doch fallen, aber Jesus Christus ist stärker als die Sünde. Er wird sie besiegen, er wird dir vergeben, er wird dir wieder aufhelfen und dich begleiten, damit du nicht wieder fällst. Und wenn du fällst, ist er da, er liebt dich, er vergibt dir immer und immer wieder. Schafft die Bibel das Gesetz Gottes ab oder Jesus Christus schafft er das Gesetz Gottes ab? Nein. Er bestätigt das Gesetz Gottes. Römer 3, Vers 31. Heben wir nur das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei ferne. Vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Viele Christen sagen heute: Ach, das Gesetz wurde beiseite geschafft. Oder Prediger behaupten heute: Einflussreiche Verkündiger, die zehn Gebote wurden ans Kreuz, boom, boom, genagelt. Aber Jesus sagt: Wir heben das Gesetz nicht auf. Im Gegenteil. Durch Liebe, die wir zu Gott geben, die wir im Endeffekt auch von ihm empfangen, siehe Römer 5 Vers 5, geben wir in den zehn Geboten diese Liebe weiter, indem wir Gott treu sind und sein Wort halten. Wir sind unter der Gnade, deswegen halten wir das Gesetz. Als Familie waren wir in Dänemark, am Ringkøbing Fjord. Mein Vater, der ist ein Windsurfer, und dort am Fjord kann man super surfen. Und mein Vater sagte mir eines Tages, Daniel, komm mal mit. Aber ich dachte mir, ich weiß nicht, so Windsurfen ist das meine Sache, sieht ja schon cool aus, muss ich auch schön anfühlen, aber so das ganze Equipment aufzubauen, ist wahrscheinlich ziemlich anstrengend. Und tatsächlich, es hat lange gedauert, das Segel dort zu straffen und dann das Brett da vernünftig zu positionieren, dann ins Wasser mit der ganzen Ausrüstung rein. Es hat schon eine Minute gedauert, bis wir dann fertig waren. Papa sagte mir immer, Daniel, pass auf. Wenn du das Brett vom Auto nimmst, das Surfbrett, schau, wie der Wind steht, damit du das Surfbrett unter Kontrolle hast und das nicht irgendwie in deinen Händen herum, du es damit herumfuchtest oder drehst und vielleicht sogar noch irgendwas damit beschädigst. Und eines Tages... Habe ich gedacht, ach schnell, schnell, lass uns den Prozess einfach beschleunigen, des Aufbauens. Und ich habe schnell das Brett von Papas Auto genommen und sein Surfbrett hatte ich nicht mehr unter Kontrolle, weil eine riesige Windböe kam und bam, ich war beim Nachbarn im Auto drin und da war eine Macke und ich dachte mir, oh nein, ja, ich will hier, ich, ich will hier ehrlich sein. Ich habe es meinem Vater erzählt und dann kam auch der Autobesitzer und das war nicht so schön für ihn. Es war auch nicht schön für meinen Vater, aber am, am meisten habe ich darunter gelitten, weil ich habe halt nicht Papa gehorcht. Ich habe halt fahrlässig gehandelt und dann sagte ich Papa Papa es tut mir leid kannst du nicht irgendetwas tun? Und mein Vater sagte Daniel ähm, wir haben da eine Lösung ähm, ich habe eine Haftpflichtversicherung ich, ich ergebe dir und die Haftpflichtversicherung wird dir für die Folgen deiner Schuld aufkommen also die wird das Geld bezahlen und dann ist wieder alles okay. Ich habe mich gefreut, dass mein Vater mir vergeben hat, dass jemand anders für die Schuld eintritt. Und dann war ich ja unter der Gnade, oder? Und jetzt konnte ich tun lassen, was ich wollte. Ich habe also das Surfbrett vom Papa genommen und bin in das gleiche Auto nochmal. Boof, buf rein, oder? Habe nochmal zwei, drei Macken gemacht. Und das andere Auto, das Nachbarsauto, das gegenüberliegende Auto habe ich auch gleich nochmal beschädigt, oder? Ich war ja unter der Gnade und ich konnte tun lassen, was ich wollte. Richtig? Nein. Unter der Gnade ist etwas ganz anderes. Ich war zutiefst dankbar, dass mein Vater mir vergeben hat. Und ich habe keine weiteren Macken in das Auto vom Nachbarn oder in das andere Auto reingehauen. Ich habe jetzt umso mehr aufgepasst, dass ich nicht wieder irgendwie ein Auto beschädige. Warum musste Jesus Christus sterben für die Sünde am Kreuz? Er hätte doch einfach das Gesetz abschaffen können, oder? Jesus Christus starb, weil das Gesetz nicht beiseite getan werden kann. Es ist die Grundlage des himmlischen Universums. Es ist immer da. Es wird immer bleiben. Jesus starb nicht, damit wir weitersündigen können. Im Gegenteil, er starb, damit er uns frei macht von der Macht des Bösen. Ihr sollt nicht meinen, spricht Jesus hier, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Jesus hat dem Gesetz eine Erweiterung gegeben. Er sagt, du sollst nicht töten, bedeutet auch, mein lieber Freund, wenn du im Straßenverkehr unterwegs bist und jemand fährt von dir sehr langsam, und du dann, dann vor dir in Gedanken dann negative Gefühle hast und du sagst, was ist denn das für ein Dummkopf vor mir, da sagt Jesus, das ist auch schon Sünde, das ist auch falsch. Du tötest auch, wenn du den anderen mit, mit Dummkopf niedermachst. Jesus hat auch gesagt, du sollst nicht Ehebrechen Er hat das Gesetz erweitert. Er hat gesagt, wenn du jemanden schon begehrlich anblickst oder hinterhergaffst, dann ist das auch falsch. Jesus sagt, die Sexualität ist gegeben für die Ehe. Du sollst deine Frau begehren, aber nicht eine andere Frau. Jesus hat das Gesetz bestätigt, hat es selber gehalten. Er hat es erweitert und uns die tiefe Bedeutung des Gesetzes gegeben. Ein christlicher Vater kam eines Tages, das war ein treues Gemeindeglied, zu einer Predigt. Und da war ein Pastor, der verkündigte das Gesetz Gottes. Aber der Familienvater, dieses Gemeindeglied, sagte, äh, Pastor, Pastor, ich habe irgendetwas nicht verstanden. Ich hatte mal das Gefühl gehabt, den Eindruck, dass das Gesetz von Jesus Christus ans Kreuz genagelt wurde. Der Pastor beugte sich hinüber, schaute den Sohn an und sagte, hast du gehört, was der Papa gesagt hat? Äh, naja, er hat gesagt, das Gesetz Gottes wurde ans Kreuz genagelt. Du brauchst also nicht mal Papa-Mama gehorchen. Du kannst tun lassen, was du willst. Und der Papa sagte, nee, 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 so habe ich das nicht gemeint. Es ist absolut unlogisch zu behaupten, dass das Gesetz Gottes ans Kreuz genagelt wurde. Dennoch gibt es Menschen, Christen und Prediger, die sagen, als dieses Stab wurden die zehn Gebote einfach beiseite geschafft. Und hier ist der Beweistext, der von vielen Christen heute verwendet wird. Epheser 2, Vers 5. Indem er sein Fleisch, die Feindschaft, das Gesetz, der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die Zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften. Was wurde abgeschafft? Die zehn Gebote? Nein, weit entfernt. Hier geht es um das Gesetz in Satzungen. Welches Gesetz war das? Wenn wir das, die Bibel aufmerksam beobachten, dann sehen wir, dass wir im Alten Testament ein zeremonielles Opfersystem hatte. Das war verknüpft mit vielen Geboten, Gesetzen und Satzungen. Und das ist das Gesetz hier in Satzungen, was hier gemeint ist in Epheser 2, Vers 5. Also Jesus Christus am Kreuz starb. Was ist da passiert? Da lesen wir in der Bibel, dass der Vorhang im Heiligtum zerrissen ist. Von diesem Tag an musste keiner mehr Tieropfer bringen. Das zeremoniale Opfersystem wurde abgeschafft. Diese Gesetze sind heute nicht mehr in Kraft, aber die zehn Gebote sind für alle Zeiten, für alle Menschen gültig. Aber lehrt die Bibel nicht, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade? Schauen wir uns diesen Bibelabschnitt mal genauer an. Hier, das Wort Gottes, Römer Kapitel 6, Vers 14. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Was heißt das? Zwei wichtige Punkte. Nummer eins: Die Sünde beherrscht dich nicht mehr. Natürlich, vielleicht fällst du ab und zu in, der, in, in die Sünde, aber die Macht der Sünde ist in deinem Leben gebrochen. Du gehörst jetzt Jesus Christus. Er lebt in deinem Herzen. Punkt Nummer zwei: Du bist nicht mehr unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Unter dem Gesetz sein bedeutet, du versuchst aus eigener Kraft die zehn Gebote zu halten, aber Du schaffst es nicht. Du versuchst vielleicht sogar auch durch das Halten der Gebote erlöst zu werden. Aber du packst es nicht. Jetzt bist du nicht mehr unter dem Gesetz, auch nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes. Das heißt unter dem ewigen Tod, sondern du bist unter der Gnade. Du bist unter der Freiheit. Das bedeutet nicht, dass du das Gesetz jetzt brechen kannst, sondern das bedeutet jetzt, weil du unter der Gnade bist, gibt Gott die Kraft, die zehn Gebote zu halten. Du bist ein Kind Gottes. Vielleicht sagst du heute, weißt du, ich habe so viel in meinem Leben verbockt, ich habe so viele Fehler, ich habe so viele Sünden getan. Du weißt gar nicht, was ich gemacht habe, du kennst gar nicht meine Vergangenheit, Jesus kann mir nicht mehr vergeben. Aber in der Bibel lesen wir in 1. Johannes 1, das Blut Jesu, Christi reinigt uns von allen Sünden, alle Sünden. Damit ist wirklich alles gemeint. Jesus Christus schenkt dir neues Leben. Wenn du zu ihm kommst, wird er dir vergeben. Diese Kraft hat er mir gegeben, diese Kraft wird er auch dir geben. Ich habe in meinem Leben große Herausforderungen und Probleme gehabt. In der Sündenwelt negative Gewohnheiten, Charaktereigenschaften. Jesus hat mich von so viel befreit. Klar, ich kämpfe immer noch. Ich bin immer noch auf einer sündigen Welt hier gefangen. Aber ich merke, wie Gott mir Kraft gibt. Er verändert mich. So kann er auch dich verändern. Das Gesetz des Herrn, Psalm 19, Vers 8, ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Gesetz Gottes bringt dich in die Arme Gottes. Nur es alleine macht dich glücklich. Welches Wort würde das Gesetz Gottes zusammenfassen? Liebe. Da wurde Jesus gefragt, was ist das wichtigste Gebot, was hat er gesagt? Da war dieser jüdische Schriftgelehrte und das war diese Fangfrage. Und Jesus sagte zu diesem Student des Alten Testamentes, was liest du? Und dann gab Jesus die Antwort: Liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, von ganzer Seele und so weiter und dein nächstes wie dich selbst. Die zehn Gebote, das ist eigentlich nur Liebe. Die ersten vier Gebote, die Liebe zu Gott, die letzten sechs Gebote, die Liebe zu unserem Mitmenschen. Liebe, darum geht es. Liebe und Gesetz widersprechen sich nicht. Im Gegenteil, sie sind eins. An diesen zwei Geboten, sagt das Wort Gottes, hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das Gesetz zeigt mir, ich bin ein Sünder. Das Gesetz bringt mich zu Jesus. Jesus vergibt mir, er gibt mir die Kraft, das Gesetz zu halten. Und die Bibel sagt in Hebräer 8, Vers 10, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ist das hier der neue oder der alte Bund? Ganz klar, das ist der neue Bund. Was passiert hier? Das Gesetz Gottes wird in unsere Herzen geschrieben. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Jesus Christus kommt in dein Leben. Der Heilige Geist bestimmt deinen Weg. Er gibt dir den heiligen Charakter. Er formt dich neu. Er schenkt dir Frieden und Freude. Er gibt dir die Kraft, die zehn Gebote zu halten. In den letzten Zeiten, in denen wir heute leben, wird es eine Gruppe von Menschen geben, die Jesus lieben. Sie passen sich nicht der Gesellschaft an. Sie sagen nicht, ich möchte mich der Norm, der Werte der Gesellschaft unterordnen. Sie sagen, ich möchte das tun, was Gott gefällt. Ich will seinen Willen tun. Sie folgen keinen menschlichen Traditionen, nicht das, was Kirchen sagen oder die Massenmedien. Sie halten die Gebote Gottes. Sie lieben ihn. Sie gehorchen ihm. Sie dienen ihm. Offenbarung 14, Vers 12. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Die sind die, welche, was halten, die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Es gibt in den letzten Zeiten, in der wir heute leben, eine Gruppe von Menschen, die halten die Gebote Gottes nicht aus eigener Kraft, nein, Jesus Christus gibt ihnen diese Gnade, er wandelt sie um. Sie haben diesen Glauben an Jesus. Willst du zu dieser Gruppe gehören? Es gibt diese letzte Gruppe, es gibt das Volk. Willst du dazugehören? Ist das dein Wunsch? Eine wahre Geschichte. Kim war voller Freude. Ihr Ehemann hatte in Ohio in den USA gewonnen, in der Lotterie. Zum zweiten Mal. Dieses Mal hatte er über eine Million Dollar im Lotto herausgeholt. Sie beide waren Millionäre. Das Problem dabei war, Kim hatte einen Liebhaber neben ihrem Ehemann. Kim wollte das Geld, aber nicht ihren Ehemann. Und so plante sie, ihren Ehemann umzubringen. Sie wollte irgendwie... Dann mit dem Geld abhauen, durchbrennen und überlegte so ganz Mafia-Stil, wie sie ihren Ehemann einfach beseitigen könnte. Sie kontaktierte einen Auftragskiller und am Telefon besprach sie alle Details, wie ihr Ehemann sterben würde. Jedoch hörte ihr 21-jähriger Sohn mit, der lauschte der Unterhaltung. Der Sohn ging zum Vater, der Vater ging zur Polizei. Die Polizei stellte Kim eine Falle. Sie sollte Geld bezahlen, das war aber an einem Polizisten. Und dann wurde Kim überführt, sie wurde geschnappt, sie kam ins Gefängnis. Sie war, Kim, bitter, wütend. Sie war so zornig, dass man sie gefasst hatte. Über sechs Monate dann sagte der Ehemann, hm, was soll ich tun? Er war am Kämpfen. Meine Ehefrau wollte mich töten, aber ich liebe sie ja noch. Und ich möchte, ich möchte für sie. Ach, ich kann das nicht einfach so, einfach so hinter mir lassen diese, diese schönen Ehejahre. Ja, wir hatten noch gute Zeiten. Ich möchte kämpfen, meine Frau. Ich möchte sie gerne zurückhaben. Ich will sie gerne besuchen. Über sechs Monate dann besuchte der Ehemann Kim im Gefängnis. Er sagte: Ich setze doch nicht einfach 21 Ehejahre aufs Spiel. Er brachte ihr Blumen und Geschenke ins Gefängnis. Ihr Mann gab sie nie auf. Tatsache ist, er ließ alle Anklagen gegen sie widerrufen, mit dem Lotto gewinnen bezahlte ihre kaution kim schluchzte sie war voller glück sie war plötzlich frei sie wurde auf kaution freigelassen und warf sich ihrem ehemann in die arme sie war von freude erfüllt und kim sagte du du hast mich freigekauft obwohl ich das gefängnis verdient habe ich habe es verdient mein leben im gefängnis zu verbringen und du hast mich freigekauft ich werde dich für immer lieben ich wurde freigekauft obwohl ich den tod verdient habe die Bibel sagt, die Sünde sollte ist der Tod. Aber Jesus Christus hat mich am Kreuz freigekauft. Am Kreuz sagte er, es ist vollbracht. Meine Lösung wurde vollkommen bezahlt. Wenn ich vor ihm knie und seine lieben vollen Augen schaue, lege ich mich ihm ganz zu Füßen. Seine Liebe führt mich dazu, ihm zu gehorchen, ihm zu dienen. Seine Liebe führt mich dazu, zu sagen: Herr Jesus, schreibe dein Gesetz an mein Herz, weil es mich glücklich macht und es macht dich glücklich. Ich möchte dir von ganzem Herzen nachfolgen. Vielleicht, mein Freund, bist du ausgerutscht und hingefallen. Ich bin es auch oft in meinem Leben. Aber da gibt es jemanden, der dich aufrichtet, der dir die Hand ausstreckt und sagt, komm, steh auf. Ich will dir vergeben. Vielleicht gibt es heute etwas, was zwischen dir und Jesus steht. Eine Gewohnheit, eine Sünde, ein Mensch, was auch immer. Gib das Jesus. Hör auf, das Glück in der Welt zu suchen. Komm heute in die Arme Gottes und sage ihm, Herr Jesus, ich will, dass du Besitz von meinem Leben ergreifst. Ich möchte gerne. Deinen Willen tun. Herr Jesus, ich möchte mich für dich entscheiden. Ich möchte mit deiner Kraft dir gehorsam sein. Ich möchte mit deiner Kraft deine Gebote halten. Ist das dein Wunsch? Wie wäre es, wenn du Jesus das persönlich jetzt sagst? Komm zu ihm in seine Arme. Sie sind offen. Er liebt dich so sehr. Er wird dir vergeben. Er wird dir Kraft geben, seine Gebote zu halten. Und du wirst merken, du wirst ein glücklicher Mensch werden, weil seine Gebote perfekt und vollkommen sind. Willst du das jetzt tun? Zu Jesus kommen? Dich ihm ganz ausliefern? Lass uns das gemeinsam machen im Gebet. Reden wir zu unserem Vater im Himmel. Unser Gott im Himmel, danke dafür, dass du uns liebst. Danke, dass du uns deine Gebote gegeben hast. Sie sind ein Steckbrief von deinem Charakter. Sie zeigen uns, wie du wirklich bist. Herr Jesus, wir möchten dich bitten, dass du uns vergibst, wo wir gesündigt haben, wo wir hingefallen sind. Danke, dass du uns mit deinem kostbaren Blut reinigst von all unseren Sünden dass wir vor dir stehen, wie Jesus, der nie gesündigt hat. Und Gott, wir möchten dich auch bitten, dass du uns die Kraft gibst, diese übernatürliche Vollmacht deiner Gebote zu halten. Danke dafür, dass du das tust. Im Namen Jesu. Amen. Liebe Freunde, ich möchte euch einladen, zum nächsten Vortrag dabei zu sein. Da ist das Thema, keine Ruhe Tag und Nacht. Warum hat die Menschheit keine Zeit mehr? Wieso sind heute so viele Menschen gestresst? Wie kann uns gottes tag ruhe geben frieden ist denn gottes geschenk an uns der ruhetag der samstag oder der sonntag was sagt die bibel dazu sei dabei wir sehen uns